Oh, es sind Shit. Die ultra stärksten Elite-Typen, die finden konnten. Shit! Ah. Oh. Oh. Shit! Ja. Zum Dreck. Das war entschieden zu knapp. Wie viel die Typen aushalten, ey. Unglaublich. Dem braucht er auch viel zu viele Aktionspunkte. Für die Kackwaffe. Scheiße, ich wollte mit Peter aufs Dach. Nice. Ja. Zum Dreck. Ich hoffe, die Eliten lassen jetzt echt nette Waffen fallen. Ey, warum muss ich das Waffe wegschmeißen? Die ist ja nutzlos. Viel zu viel Aktionspunkte, ey. Das ist ja wie dieses, wie die Thompson von Grizzly. So viele Waffen sind so witzlos. Ja. Schaden der Waffe und wie viel das kostet zum Schießen, wichtiger als. Nein, nicht. Nein, falsch. Der Schaden ist unwichtig. Das ist eine relativ geringe Wichtigkeit, geringe Priorität der Schaden. Viel wichtiger ist, wie viel das kostet zum Schießen und die Reichweite. Danach muss ich jetzt mal gucken. Oh, ich werde den auch nicht treffen mit Alba. Ja, ich. Alba wird den auch nicht treffen. Hat eine zu gute Deckung, ne? Hey, cool, treffen ihn. Peter können ihn treffen. Ja. Ja. Nice. Ja.
Shit! Nice. Ey, der Typ in der Tür hat sich endlich mal wegbewegt. Super, ich kann nicht schießen. Shit. Oh, haut das Ding Wunden. Krass. Wir haben alle abgefackelt. Wir ist gut. Eine grüne Minute. Geil, die haben da was an den Waffen dran. Lux-Freidämpfer, geil. Und wir so ein Ding. Als er was einfach schon hat. Das ziemlich nutzlos ist. Das viel zu viel AP braucht. Aber die Sphinx ist geil. Oh, ultra lag. Haben wir nicht 9. Ah, wir haben 9mm Match-Munition. Jo, dann geht die Scorpion wieder zurück an Peter. Und dann kriegt Bull. Das ist die MP5. Mit Match-Munition. Ja.
Das ist der Luger auch noch. So. Kriegt die Luger normale Munition. So. Nice. Peter kriegt die Skorpion. Und die Kevlar-Weste geht dann selber, weil die höheres Erfahrungslevel hat. Ja. Ah, hier ist der Elite-Typ. Cool. Ja. Okay. Alle angreifen, alle Position halten, alle Rückzug, alle an meine Position, alle ausschwärmen, alle auf den Mond, alle in Deckung gehen. Ja. Ja, ja, ja! Ja. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! So, Bulli. Ja, gut! Gieß mal zu Grizzly, damit der, damit ihm so ein Moral ein bisschen hochgeht. Ja, gut! Peter und Iowa bringen jetzt die Miliz. Wie Sie wünschen. Ich bin da, und was jetzt? Was sage ich euch jetzt, was jetzt? Beide hier in das Minengebäude rein. Leg die Tommy Gun ab, Grizzly, die bringt nix. Viel zu viel Aktionspunkte auch dafür. Das ist Bullshit. Nur einen, quasi nur ein und maximal zwei Schüsse
Sporen abgeben, ist doch Schwachsinn. Dann will ich schon brauchen, nur um die Waffe hochzuheben. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und das eigentlich für die Schrotflinte gilt das eigentlich auch. Schrotflinte auch weg. Sind witzlos die Waffen. Ja. Na, krieg's noch geschafft. Gut. Kommen beide gleich in die Fangstufe 4. Ja. Zwei, drei Minutes. Puh, ist der scheiße. Der ist schon scheiße teuer, ey. Das gibt es nicht. Der neue Vertrag sagt mir zu. Hey. Wenn ich mit Bull zusammenarbeiten darf, unterschreibe ich. Es ist immer gut, am Ball zu bleiben. Stimmt's oder habe ich recht? Sperrt die Ohren auf, ich hab schon einmal gesagt. Hey, wenn ich mit Bull zusammenarbeiten darf, unterschreibe ich. Es ist immer gut, am Ball zu bleiben. Passt schon. Stimmt's oder habe ich recht? Ich frage mich, ab wann. Aber wie viel Führungsqualität man mobile Milizen ausbilden darf? Hat 50? Ich frage mich, wie gut Ivor das kann. Ja, jetzt bei weitem die höchsten Werte für Ausbildung. Ich habe nötige Anweisungen. Ich bin soweit. Oh, Junge. Ah. Mark hat neue Söldner. Willkommen bei MERC. Wir bieten Ihnen Qualität und bezahlbare, bestens trainierte Freelance-Söldner. Wir sind die neue Truppe für Ihre neue Truppe. Das ist unser neuer Slogan. Ich dachte, ich frage Sie mal, wie Sie ihn finden, zumal Sie ja mit unserem Unternehmen vertraut sind. Ich bin da ja ziemlich parteiisch. Nun, ich habe unsere Unterhaltung außerordentlich genossen. Sehen Sie sich nur in aller Ruhe unsere Angebote an und wählen Sie einen unserer talentierten Söldner aus. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass wir nicht zuletzt aufgrund der aktiven Unterstützung von MERC in der Lage sind, uns die Dienste neuer Söldner zu sichern. Sie dürfen sich gerne Ihre Akten ansehen. Hey, Baba. Scheiße, kostet 600 pro Tag. Ich glaube, ich nehme aber Haywire und Razor. Und die nehme ich dann hier für Drassen und das Raketengelände als Ausbilder quasi. Razer hat sich schon mehrfach lobend über die gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit Haywire geäußert. Haywire auch noch. Es war mir ein Vergnügen. Ich bin sehr froh über unser. So, jetzt fliegt sich aber, bis ich aber direkt hier landen. Ich kann jetzt überall landen, also hier in dem grünen Bereich landen lassen, da ich jetzt das Raketengelände hier eingenommen habe. Geil, wir können bis nach hier unten fliegen.
Die Typen können nix, ey. Keine Treffsicherheit, keine Führungsqualität, kein Sprengstoff, keine Technik, keine Medizin. Okay, die können mit Messern umgehen, aber das ist auch schon alles. Genau, MG-Schütze. Interessant. Vielleicht kann der gut mit diesen. Mit der Tommy ganz ruhig umgehen. Oh, der ist sogar Messerwerfer. Und Läufer. Krass. Interessant. Ja, da will ich jetzt gucken, dass die Typen erstmal so schnell möglich auf Führungsqualität 20 kriegt, damit die eine Milizen ausbilden können. Und dann gehe ich los, mache ich das am Monat. Es gibt da keinen größeren Lille als die Erfahrung. Weiter. Okay. Erledigt. Erledigt. Was jetzt? Noch Zeug mit, was ihr mitnehmen könnt. Genau, die Dinger könnt ihr eigentlich mitnehmen. Ding schluckt 9mm Munition. Jetzt willst du viel davon mitnehmen, wie nur geht. Alles klar. Warte mal. Tasche und die Gürteltasche, die könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Na, Gürteltasche vielleicht, muss ich das nicht unbedingt mitnehmen. Das Ding weg. Das Ding hier. Die Dinger weg. Nehme ich die Tasche noch mit. Razor, der hat so eine knackte Stimme, ey. Stimmt, Haywire und Razor bräuchten. Auf jeden Fall braucht die einen mit Medipack. Eins brauchen die.
Rüstung natürlich auch nicht schlecht. Ah, Dr. Q. Gib mal den Wurfmesser alle an. Razor ab. Okay, eins kannst du behalten. Okay. Hab meinen müden Hintern hergeschleppt. Was jetzt? Highwire kriegt die Tommy Gun. Noch ein Messerchen. Oh, ist ein 45er Munition. Nee, die geht an Razor. Hey, wo haben wir mich? So. Nice. Ein Revolverholster könnt ihr noch gebrauchen. So. Ich bin angekommen. Genau, es kann ja Hail und Eraser. Kann das Ding jetzt Iver geben? Hier. Kann ich ihre Swings da reintun? Ein paar Magazine.